wollen sie natürlich auch, dass es wunderschön wird. Und da bin ich mir ganz sicher, dass jetzt hier im Saal und draußen auf dem Opernplatz und sicher auch zu Hause ganz viele dabei sind. Ganz bestimmt. Es haben sich ganz viele junge Menschen beworben übrigens, um dabei zu sein. Also es träumen viele junge Menschen davon, das einmal zu erleben. Wir sind jetzt schon im 11. Jahrgang. Es ist das 1000. Debütantenpaar dabei. Wir haben sie nicht durchnummeriert, aber sie sind da irgendwo dazwischen. Also viele träumen davon, einmal Prinz oder Prinzessin zu sein. Und der Vorteil ist, die können morgen wieder damit aufhören. Das kann Prinz William nicht. Und mein wunderbarer Designer-Kollege Uwe Herrmann, der hier in Dresden immer tolle Kleider macht, hat auch in diesem Jahr wieder die Kleider der Debütantin entworfen. Und das ist was ganz Besonderes, denn auf anderen Opernbällen gibt es fast immer das Gleiche. Und hier ist es eben so, jedes Jahr eine neue Kollektion. Und in diesem Jahr sind es sogar drei ungewöhnlich schöne Farben. Und nicht nur das, denn auch in jedem Jahr gibt es eben eine aufregende und neue Musik. Und ich kann Ihnen versprechen, es gibt sogar eine Welturaufführung. Und ich darf Ihnen jetzt den Dirigenten vorstellen, den kennen Sie schon. Anton Lubchenko. Großer Applaus für ihn. Und wir freuen uns jetzt sehr auf den Walzer und natürlich vor allem auch auf die Debütanten dazu. Der Walzer, das ist die Festivalmusik für Dresden, der Katharinenwalzer, also der Name ist noch druckfrisch. Anton Lubchenko und die Debütanten, bitteschön. Thank you.
Ihr Lieben, wir sind eure ganz großen Fans. Das ist jetzt das Bild, das um die Welt geht. Und ich verrate euch mal was, insgeheim will der Guido nämlich auch gerne Prinz sein. Ja, mein großer Traum. Und ich muss sagen, die sind uns so ans Herz gewachsen in den letzten Tagen. Ich bin ganz stolz auf euch und sage, das habt ihr so toll gemacht. Und ihr seht unglaublich schön aus. Vielen Dank nochmal. Ganz toll. Und diese Choreografie, die haben Sabine und Tassilo Lachs gemacht. Was mir übrigens ganz besonders gut gefallen hat, ist das hier. Könnt ihr das nochmal machen? Das war so schön. Genau. Doch, das war ganz schön. Großartig. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wir im Saal sind restlos begeistert.